Hallo, dies ist ein neuer Beitrag für Opalia Talk. Es geht um das numerologische Tageshoroskop für Dienstag, den 14.02.23 mit einer geschlossenen 5. Also, die 1 steht vorne und die 4. Und es geht darum, dass wir uns selber Glück bescheren sollten. Nun ist es aber auch ein besonderer Tag, weil wir haben Valentinstag. So, und für viele ist Valentinstag, das ist ja nur so geschäftemäßig, damit Umsatz gemacht wird. Es werden sich gegenseitig Blumen oder sonstige Präsente überreicht. Und viele finden das doof. Ich persönlich finde das gar nicht doof, weil es erinnert uns nochmal auch an unsere Beziehung. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt meinem Schatz einen riesen Strauß rote Rosen schenken muss. Nein, aber ihn angucken und mir bewusst werden, wie schön es ist, in einer Beziehung zu sein. Ich bin sowieso so ein Mensch, der immer das Schöne versucht wirklich zu sehen. Das gelingt nicht immer. Manchmal hat man so viel zu tun, dass man sagt, ah, was ist denn jetzt schon wieder los? Auch das ist legitim. Aber die positive Einstellung und auch auf den Partner zu schauen und zu sehen, wie dankbar man sein kann, dass man diese Partnerschaft hat. Oder wie schön es ist, dass wir unsere Kinder haben, dass wir vielleicht unsere Eltern noch haben, dass wir Freunde haben, unser Haustier, eine Wohnung, ein Dach über dem Kopf. Also ich finde, Valentinstag bietet uns einfach die Möglichkeit, uns überhaupt bewusst zu werden, was wir alles haben. Und wenn wir uns das anschauen, dann sind wir so richtig glücklich. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz wichtige Konstellation, mit der wir ganz viel erreichen können. Und die Tageskonstellation zeigt uns natürlich auch nochmal, schalte den Kopf ein, werde dir bewusst, welche erfüllenden Prinzipien du lebst, ne? Dann haben wir die Doppel-2, ne, werde deinem Gefühl auch gerecht. Und die geschlossene 5 zeigt uns natürlich auch, dass wir auf unserem Plateau uns aufbauen müssen. Also wenn ich immer in Unzufriedenheit leben sollte, dann werde ich heute eine Wankelmütigkeit erleben oder ich fühle mich nicht sicher. Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Dankbarkeit lebe, dann habe ich ganz, ganz viele Plateaus, auf die ich aufbauen kann, weil dann sehe ich meine Kinder toll und ich sehe, was ich geleistet habe und ich bin zufrieden in meinem Leben. Und das gibt mir eine unheimliche Basis, eine Stabilität, eine Sicherheit. Und genau darum geht es. Und damit haben wir unser Potenzial, was wir erreichen wollen. Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Konstellation. Deswegen Valentinstag bitte für jeden, nicht nur für die Liebenden, aber für alle die, die verliebt sind. Auch wenn es ins Auto ist, total egal. Wenn ich mein Auto betrete, sage ich immer Morgen oder je nachdem, welche Tageszeit. So, wir ziehen jetzt auch dort mal eine Karte und möchte ich auch gerne, weil es für mich so ein besonderer Tag ist, natürlich erstmal von den Opalia-Spiegelkarten eine Karte über die astrologische Konstellation, das heißt, welche Energie wirkt jetzt gerade heute im Vordergrund. So, und da kriegen wir die Waage. Und Waage finde ich natürlich persönlich super. Die Waage sagt ganz einfach, wir delegieren, wir können tun, wir können machen. Das ist im Grunde wie so eine große Showbühne. Also auch ein Politiker sollte eigentlich sehr viel Waage-Konstellation haben, wenn er die Weite sieht. Wenn er sie nicht sieht, ist er vielleicht nicht Waage Konstellation. Aber wir haben dann halt die Möglichkeit, unser Leben zu betrachten durch die Waage. Und wir können delegieren und uns bewusst werden, was haben wir oder was können wir auch aussortieren. Manchmal auch den Kleiderschrank, sollte ich auch mal wieder. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, was wir alles tun können, damit es uns richtig gut geht. Und die Waage ist dafür mich, die ist nüchtern natürlich, ne? Es ist kardinal Luftzeichen vertreten. Das Luftzeichen ist natürlich für den Kopf. Und auch darum geht es heute, ne? Also sich das bewusst zu machen, heißt nicht, oh, ich bin so glücklich, sondern oh, guck mal, ob ich alles geschaffen habe oder was ich alles habe. Also es geht wirklich nüchtern vom Kopf, ne? Ganz ehrlich. Und die Emotionen wirken dann hinterher. So, wir ziehen eine weitere Karte und ziehen Wasser 1, beliebt sein. Wer beliebt ist, den sieht man gerne. Ihr wisst, Wasser ist Gefühl. Das heißt, wenn wir unser Leben so richtig schön und produktiv gestalten, haben wir eigentlich immer einen Schwarm von Menschen drumherum, die sagen, wann hast du mal Zeit für einen Kaffee? Ne? Weil die sich einfach auch gut in unserer Gegenwart fühlen. Das dürfen wir nicht vergessen. Also auch das fördert Freundschaften. So, und wir ziehen eine weitere Karte. Da kriegen wir Erde 1, strafend sein, wer sich selbst bestraft, der sollte wissen, warum. Ne? So, da bin ich wieder in dem Thema der Ernte und des Sehens. Das heißt, wenn wir irgendwelche Leichen im Keller haben, sollten wir die wegräumen. Leichen im Keller können aber auch schon Schwierigkeiten vielleicht auch mit einer Ex-Freundin sein oder dass wir uns da sehr stark gestritten haben oder das Gefühl haben, da sind gewisse Dinge nicht im Argen. Versucht es einfach zu glätten. In erster Linie in euch, nämlich wenn ihr den Bereich vorbereitet habt, dann könnt ihr auch als Resonanz auf den anderen zugehen.
gehen und werdet auch dort viel Frieden finden. So, und schließen wir noch eine Abschlusskarte so rum. Da haben wir Luft 7, offen sein. Wer offen dem Leben begegnet, wird die Vielseitigkeit zu schätzen wissen. Und genau das ist unsere Devise. Das Leben ist toll und das sollten wir uns heute bewusst machen. Oh, wenn ihr keinen Partner habt, der euch heute Blumen schenkt, weil einfach keiner da ist als Beispiel, schenkt euch doch selber eine Rose oder irgendetwas, was euch gut tut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen ganz tollen Dienstag, einen ganz tollen Valentinstag und wir sprechen uns morgen wieder Mittwoch, 15.02. Und wie ich sehe, haben wir in dieser Woche Karneval. Juhu! Bis dann! Tschüss!